Heute zeigen wir Ihnen gleich los. Come on, come on, good feeling. Wir beginnen mit einem Hefeteig. Den brauchen wir nämlich für unsere Ballebäuschen. Hefeteig geht los mit Mehl, ganz normales 405er Haushaltsmehl. Und wir brauchen, wie der Name schon sagt, Hefe. Und zwar höchstens einen halben Würfel. Einfach reinbröckeln, mit ein bisschen Milch auflösen. Mhm. Dann gebe ich hinzu eine Prise Salz. Die ist ja immer nötig, wenn es um Süßes geht. Und ich nehme außerdem ein wenig Zucker. Ich gebe dir schon mal ein bisschen Zucker in die Hefeschüssel, weil die Hefe braucht ja Nahrung und da liebt sie Zucker, dann kann sie sich schön entwickeln. Und ich tue jetzt hier so 2 kleine Löffel Zucker ins Mehl und Vanillezucker. Ich habe hier gemahlene Vanille, die finde ich immer praktischer, weil da kann man großzügiger dosieren, als wenn man diese Tütchen da nimmt. Jetzt kriege ich von dir die Hefe hier, die schüttest du mir da zum Zucker. Und dann gebe ich noch gleich 100 Gramm Butterflöckchen dazu. Und fange an, mit der Küchenmaschine zu rühren. Wer keine Maschine, so ein Gerät hat, der nimmt einen Handrührer. Den hat ja jeder. Wir fangen an und in die laufende Maschine gießen nicht so viel Milch, dass ein Teig entsteht. Achtung! Und außerdem brauchen wir 2 Eier. Die geben wir jetzt hinzu. 1, 2. Und zum Schluss kommen noch 150 Gramm in Rum eingeweichte Rosinen dazu. Und jetzt lassen wir die Maschine arbeiten. Ungefähr 5 Minuten. Die Maschine spart einem Arbeit, aber keine Zeit. Und während die Maschine arbeitet, machen wir das erste Rezept, nämlich ein Kaninchen. So sieht er aus. Er quillt geradezu über die Schüssel. So kommen wir vom Karnickel zum Ballerbäuschen. Und unser Teig ist weich, deswegen brauchen wir einen Löffel. Jetzt stechen wir uns eine kleine Portion Teig ab, formen die so ein bisschen mit dem Löffel. Also das reicht noch nicht ganz. Das reicht noch nicht. Warte mal, ich gebe mal ein bisschen Teig rein, dann sieht man es schon. Es soll nämlich gleich rutzeln, aber darf nicht zu heiß sein. Sonst bleiben sie roh, obwohl sie außen schon gebräunt sind. Man muss darauf achten, dass die Rosinen gleichmäßig verteilt sind, nicht, dass wir da ein ganzes Nest haben. Also ich bin sicher, Übung macht hier auch den Meister. Und ich habe damit jetzt nicht so viel Übung. Weißt du was? Das geht nämlich mit bemehlten Fingern wesentlich einfacher. Also hier sieht man mal wieder, dass die Hände das allerbeste Küchenutensil sind. Da hast du recht. Allerdings zum Rausfischen der Ballebäuschen. Ja, das wäre sehr, sehr freundlich, wenn du mir das abnimmst mit dieser wunderbaren Drahtkelle. So, jetzt sind die letzten auch soweit. Jetzt musst du noch Zimtzucker anrühren, weil damit wird es bestäubt. Wir können natürlich auch Puderzucker einfach nehmen, aber Zimtzucker, der gehört eigentlich klassischerweise dazu. So, ei. Und einfach etwas Zimt in den Zucker rühren. Und jetzt haben die die Farbe von Milchkaffee und das wäre jetzt eigentlich auch genau das richtige Getränk dazu, würde ich sagen. Da hast du vollkommen recht. Wunderbar. Mmh. Muss ich auch mal kosten? Mmh. Schön ist auch, dass sie nicht so süß sind. Ja. So, das war jetzt eine Art Kaffeepause, die wir uns genommen haben. Und jetzt fahren wir nach Böhmen.
Und da gibt es gefüllte Knödel. Knödel liebt man in Böhmen zu allem. Als Hauptgericht, als Beilage und in jeglicher Form. Zum Beispiel auch als Pöljeni Knedliki. Ja, das sind gefüllte Kartoffelknödel. Der Kartoffelteig, der ist eigentlich nicht anders als bei unseren Kartoffelknödel aus gekochten Kartoffeln. Heiß durch die Presse gedrückt. Und dann kommt Mehl dazu und Grieß. Ich gebe jetzt erstmal die halbe Menge dazu. Weil wie viel man genau braucht, das muss man immer nachher feststellen, wenn die Kartoffeln sich zeigen, ob sie mehlig waren, ob sie festkochend waren und wie viel Stärke sie enthalten. Es also man sollte natürlich festkochende nicht nehmen, nee, sondern eher mehlige. Mehlig kochende also ich hab oder auch, ganz mehlige. Ich habe mehlige genommen, aber man weiß ja immer nicht. Es hat auch was damit zu tun, wie lang der Erntezeitpunkt hinter ihnen liegt. Gewürzt wird reichlich mit Muskat und dann brauche ich natürlich auch noch Salz. Und jetzt fange ich erstmal an, mit dem Kochlöffel die Sache zu vermischen und schaue, wie der Teig sich entwickelt. Und ich bereite die Füllung zu und habe dafür hier einen Schmalz schon mal geschmolzen. Und da kommt hinein nun Zwiebel und die darf nicht rösten, sondern muss dünsten, aber gar werden. Genau. Jetzt wird der Teig mit der Hand durchgearbeitet. Damit wir nicht so viel Mehl brauchen, hat man das besser im Griff. Lieber mehr Grieß als Mehl nehmen, weil Grieß sich mit Flüssigkeit anders verhält und den Teig nicht klebrig macht. Und wenn die Zwiebeln gerade schön golden werden, aber noch nicht angebraten sind, dann kommt der Knoblauch dazu. Und der wird nur eben untergerührt. Der ist ja viel, viel schneller gar als die Zwiebel. Wenn das verrührt ist, dann kommen die anderen Sachen dazu, nämlich die Petersilie. Gehackt, meistens krause und der Kassler, der eigentlich nur eben gerade ein bisschen Wärme abbekommen soll, aber nicht richtig gar werden. Naja, er ist ja gepökelt und ein bisschen geräuchert und kriegt seine eigentliche Garung in dem Kartoffelteig. Ich habe hier ein Sauerkraut angesetzt, weil die gefüllten Kartoffeln brauchen auch eine kleine Beilage. Sauerkraut ist in Böhmen sehr beliebt, herzhaft gewürzt mit Kümmel. Und ich habe noch einen Kräuterstrauß reingetan mit Lorbeer, Thymian und Petersilie. Und das habe ich nur mit Wasser angegossen. Und jetzt lassen wir das leise vor sich hin köcheln. Und die Füllung wird nur ganz vorsichtig gesalzen. Das Kassler ist ja salzig, also wirklich nur eine Spur. Es wird gepfeffert und auch dort hinein kommt natürlich, das ist absolut unerlässlich, eine Prise Kümmel. Das riecht schon gut und jetzt kommt der Kümmel dazu. Und ich bin auch schon soweit. Die Knödel werden ganz einfach geformt, indem man von der dicken Rolle sich dünne Scheiben abschneidet und dann schön flach drückt in der Handfläche. Und wenn du mir schon mal einen Löffel Füllung hier reingibst, dann zeige ich einfach, wie man das zusammen macht. Halt, da ist jetzt nur Zwiebel drauf. Nein, da ist er. Guck. Ja, das ist ein bisschen viel. Aber er hat schon recht. Also von der Füllung möglichst viel, vom Teig möglichst wenig. Und es jetzt schön nach innen schubsen und außen verschließen. Und dann hat man am Ende einen makellosen, rund geformten Knödel, der mit seinen Gesellen, die ich jetzt hier noch anfertige, dann in Salzwasser gar ziehen darf. Und ich kann jetzt die Füllung aus der Pfanne geben, verwende die aber gleich weiter für die Zwiebeln und den Speck, die nachher oben drauf kommen. Speckstippe würde man da in Hamburg dazu sagen. Die Zwiebeln werden einfach in Halbringe geschnitten, die lösen sich nachher auf und sind dann Streifen. Und dann kommt als erstes der Speck in die Pfanne und in dem austretenden Speckfett werden dann die Zwiebeln gebräunt. So, meine Knödel sind fertig, das Wasser kocht. Salz rein. Petersilie rein bei mir noch. Okay, und dann kommen die Knödel in das kochende Wasser und sollen dann aber unter dem Siedepunkt leise ziehen. Brauchen auf jeden Fall so 20 Minuten. Und wenn die Knödel oben schwimmen, sind sie gar. Dann können wir servieren. Sehen die nicht toll aus? Ja, wunderbar. Ich freue mich schon sehr drauf. Auf den Teller kommt ein Bett von Sauerkraut. Ja. Mit Kümmel, mit den Wacholderbeeren.
Ich liebe das, auf Wacholderbeeren zu beißen. Viele andere Leute nicht. Die schmecken so fruchtig. Also ich habe das auch gern. Schau, dann habe ich hier nämlich die Knödel, die wir gleich anrichten können. Und dann kommt natürlich die Stippe drauf oder die gerösteten Zwiebeln. Oh, sieht das toll aus. Und dann kriegen wir noch einen Einblick. Moment, ich muss jetzt erst einen dieser Knödel aufmachen, weil das sieht nämlich so schön aus, wenn man hier reinguckt. Und was gibt es zu trinken? Ja, du kriegst einen Weißwein. Das ist aber schön. Ich bleib bei mir. Muss ich nicht schon wieder Bier trinken? Den, ja, von einer Moldau wächst auch Wein. Eben. Und dann wünsche ich guten Appetit. Aus Böhmen kehren wir jetzt zurück zum Süßen. Und zwar gibt es jetzt Blitzkuchen. Sind eigentlich Blitzkekse, aber aus unerfindlichen Gründen heißen die Blitzkuchen. Dafür brauche ich weiche Butter, die wird schaumig gerührt. Es kommt Zucker dazu. Immer von allem die gleiche Menge. Eine Salzprise natürlich nicht vergessen. Kannst du mir bitte die Eier hier reinhauen? Jawohl. Und das Mehl. Jetzt könnte man noch würzen mit Zitronenschale, mit einem Schüsschen, mit einem Schüsschen Rum, mit einem Schüsschen Zitronenlikör. Das ist also alles dem eigenen Geschmack überlassen. Und jetzt verteilen wir das auf zwei Bleche. Und zwar dünn, messerrichtig dünn. Einfach verstreichen, schön gleichmäßig natürlich, weil sonst an der dünnen Stelle verbrennt, während es an der dicken noch nicht durch ist. Und das wäre ja schade drum. Warte mal, weißt du was, ich habe eine Idee, wie man das besser macht. Weil auf dem Tablett rutscht es ja immer weg. Und wenn ich das jetzt hier auf mein Arbeitsbrett lege, dann kriegen wir das natürlich perfekt hin. Jetzt streue ich ein paar Mandelblättchen hier noch oben drauf und dann kann das erste Blech schon mal in den Ofen. 10 Minuten bei 160 Grad Heißluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze. So, das kann man einfach hier rüber schützen und schon ist alles da. Dann fangen wir mit dem schon mal an. Eins. Ja, und wenn der Kuchen im Ofen backt, können wir nach Burgund reisen. Und dort gibt es ein Kalbfleisch in Zitronensoße. Und das geht jetzt auch in den Ofen. So, jetzt sieht man, wenn es nicht ganz gleichmäßig verstrichen ist, dann gibt es eben dunklere und hellere Stücke vom Blitzkuchen. So, jetzt schneiden wir die einfach in Streifen, in Rauten, in Quadrate, wie man es gerne hat. Streuen noch mal ein bisschen Zucker drauf. Und dann haben wir unsere Blitzkekse, die genauso blitzschnell wahrscheinlich verspeist sind. Schmecken gut, ne? Mhm. Also ich finde die auch köstlich. Mhm. Mein Gott, es geht blitzschnell. Kosten Apfel und ein Ei. Und die Zutaten hat man immer im Haus. Und manchmal geht es einem doch so, da hat man wahnsinnig Lust auf was Süßes. Zucker, Butter, Eiermehl hat man doch immer im Haus. Ja, wir hoffen, die Rezepte haben Ihnen gefallen und haben Ihnen Lust zum Nachkochen gemacht. Wir sind jedenfalls wieder am Schluss an. Middle tower has fallen. This will hasten my footfalls.
did. Let the world end now. Dire are scanning. My gratitude. Roshan has fallen to the Dire. Radiant are scanning. Commit this to memory. Dire structures are fortified. This pleases me to no end. Oh.
Tower has fallen. I will commit this to memory. Arms for the dead. Dire are scanning. Radiant are scanning. Dire's middle tower has fallen. Nothing better than a nice raw river. Dire's middle barracks has fallen. Is under attack. This pleases me.